Moin Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Smaragd. Im letzten Part haben wir unser zweites Teammitglied Flurmel gefangen, beziehungsweise Freaky. Machen wir weiter hier mit den Trainern. Ich denke mal, das wird auch ein Doppelkampf. Natürlich. Wir lernen alle möglichen Sachen in der Trainerschule. Ich will einiges jetzt mal ausprobieren. Ah, es sind viele von der Trainerschule hier. Ich bringe dir bei, wie stark mein geliebtes Pokémon ist. Dann haut mal raus. Oh, ein Meryl und Trassler. Aquaknarre auf Trassler und Fund auf Meryl. Obwohl Meryl, glaube ich, eine bessere Verteidigung hat als Trassler. So, das sollte ausreichen. Nein, doch nicht ganz, okay. Ach stimmt, Meryl hatte ja seine Verteidigung erhöht. Reicht nicht ganz aus, aber jetzt aber, oder? Ja. Auf Wiedersehen, Meryl. Freaky auf Level 10. Sieht aus wie so ein Maiskolben, ne? Da vorne. Nein, das ist kein Shiny. Shiny würdest du erkennen. Drei Sanabären. Shiny-Pokémon, beziehungsweise Shiny würdest du in der dritten Gen erkennen. Dann würden so drei Sterne wie so ein Sternschauer einmal rumfliegen. Kannst du dir sonst gerne mal auf YouTube angucken, wie das normal aussieht. Achso, es gilt natürlich, sollte ich einen Shiny fangen, werden wir es zwingend als Teammitglied nehmen, egal ob es schlecht ist oder nicht. Es sei denn, wir haben schon ein volles Team, ne? So, hier hast du deine Defon-Waren. Oh, und wie sieht das aus? Die Defon-Waren, du hast es geschafft. Du hast sie geschafft, du hast sie zurückbekommen. Du bist wirklich ein großer Trainer. Ich weiß, ich werde dir zum Dank einen weiteren Superball schenken. Bitte entschuldige. Würdest du mir bitte folgen? Dies ist die zweite Etage von der Devon Corporation. Hier befindet sich das Büro des Präsidenten. Nun ja, ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich dir für deine Taten bin. Das Paket, das du uns zurückgebracht hast, darf ich dich bitten, es zur Werft in Graftport City zu bringen? Es wäre fürchterlich, wenn es in den Dieben erneut in die Hände fallen würde. Kann ich diesmal wieder mit dir rechnen? Natürlich. Ah, da fällt mir ein. Würdest du mich bitte einen Moment entschuldigen? Unser Präsident würde gerne kurz mit dir sprechen. Komm bitte mit mir. Bitte hier entlang. Ich bin Mr. Trump. A&M Weckenperan. Der Präsident der Defon Corporation. Ich muss etwas mit dir besprechen. Du hast unseren Mitarbeitern nicht nur einmal, sondern zweimal aus der Klemme geholfen. Du bist so außergewöhnlich, dass ich dich gerne um einen Gefallen bitten möchte. Ich weiß, dass du ein Paket zur Werft Graftport City bringen willst. Könntest du auf dem Weg nicht auch in Fausthafen Halt machen? Und Troy in Fausthafen einen Brief von mir übergeben? Moment, jetzt will ich kurz mal was schauen. Gibt es in der zweiten Gen nicht auch Fausthafen? Ich weiß es gar nicht. Mr. Trump, nun, du solltest wissen, dass ich ein einflussreicher Präsident bin.
und daher würde ich dich nie um einen Gefallen bitten, ohne eine Gegenleistung zu erbringen. Deshalb möchte ich dir das hier geben. Oh, ein Pokénav. Dieses Gerät, es ist ein Pokémon-Navigator oder kurz ein Pokénav. Ein unentbehrliches Hilfsmittel für jeden Trainer auf Abenteuerreise. Es enthält die Karte von Höhen. Schön. So kannst du leicht herausfinden, wo die Orte in Forst, wo die Orte Forstauhaven und Graftport City liegen. Ich habe übrigens gehört, dass zwei fiese Kriminelle Magma und Aqua heißen. Glaube ich. Überall nur Ärger bereiten. Vielleicht solltest du eine Pause einlegen, bevor du dich wieder auf den Weg machst. Oh, cool, danke. Torti, nun Torti, sei vorsichtig und pass auf dich auf. So, ich will aber mal kurz gucken. Weil mich das jetzt heute mal wirklich interessiert. Nein, Anemonia City. Ach, ich bin ein Idiot. Ich bin wirklich blöde. Ich habe nämlich, wie gesagt, ich habe den Part halt hochgeladen. Oder die Parts schon. Und ich habe Faustauhaven eingegeben und nicht Anemonia City. Ach Gott, das muss ich gleich auch nochmal ändern. Oh. Oh wow, das ist ein Pokénav. Er ist das Resultat der Wissbegierde unseres Präsidenten, der etwas über die Gefühle der Pokémon lernen möchte. Soll ich dir die Funktion im Einzelnen erklären? Ach was, du findest das schon ganz alleine heraus. Ich entwickle neue Arten von Pokébällen, aber noch bin ich nicht sonderlich weit mit der Entwicklung gekommen. Wir wollen ein Gerät entwickeln, mit dem wir mit Pokémon reden können, aber bisher waren wir noch nicht sehr erfolgreich. Ich arbeite an einer Vorrichtung, die Träume der Pokémon visualisieren kann. Aber so richtig geht das noch nicht voran. Was soll ich als nächstes entwickeln? Unsere Firma erlaubt es uns, unseren kreativen Fantasien Wirklichkeit werden zu lassen. Als Ingenieur kann man sich nichts Besseres wünschen. Oh, das stimmt schon. Ich arbeite an einer Vorrichtung, die Pokémon aus Fossilien wieder zum Leben erweckt. Und es klappt. Und dann wissen wir ja schon, wo wir unsere Pokémon wieder beleben können. Wenn wir mal was treffen. Oder Fossilien wiederbeleben können. Ich habe neues Zubehör für den Pokénav entwickelt. Und es funktioniert großartig. Zeigst du mir mal dein Pokénav, Torti? Den du von unserem Präsidenten bekommen hast? Hier, bitteschön. Ich habe den Pokénav mit dem sogenannten Trainerruf ausgestattet. Trage deine Freunde und andere Personen in das Verzeichnis ein. Dann kannst du mit ihnen reden. Du solltest auch unseren Präsidenten Trump eintragen. Probier es mal aus. Ruf unseren Präsidenten an. Soll ich das jetzt machen? Oh, Torti, da du mich erreicht hast, scheint der Pokénav zu funktionieren. Andere werden sich ebenfalls bei dir eintragen lassen, also versuch diese auch zu erreichen. Gut, du machst ein glückliches Gesicht. Woher ich das weiß? Naja, weil ich am Fenster stehe und zu dir herunterschaue. Ah, bis bald, mach's gut. Alles klar. So, jetzt muss ich aber weiterarbeiten. Pass auf dich auf, Torti. So, einmal nochmal schnell ins Pokécenter. Und dann müssen wir schon zum Mr. Brack. Oh, hi Torti, dein Pokénav besitzt die Trainerruffunktion. Wir tragen uns gegenseitig ein, so bleiben wir im Kontakt. Ach übrigens, ich habe Mr. Brack im Blütenborgwald gesehen. Ich glaube, er ist auf dem Weg zu seiner Hütte am Meer. Wie geht es mit dem Pokédex voran? Meiner sieht ganz anständig aus, daher, wie wäre es mit einem kleinen Kampf? Gerne. Du bist gerade erst Trainer geworden, Totti. Ich werde nicht verlieren. Und letztes Mal hast du auch schon verloren. Boah, sie hat aber jetzt ein Bingo, ne? 13.
Wingull müsste Wasserflug sein. Wir gehen instant auf Tackle. Ja. Jetzt könnte Tackle, glaube ich, nicht mehr ausreichen. Und Wingull kann schon Flügelschlag? Okay. Ach komm, Freaky darf mal ran. Gagabor. 15. Das könnte schwer werden, weil ich nehme an, dass Michael auch Tränke hat. Vor allen Dingen auch Gagabor könnte eine Beere bei sich tragen. Wir sind eigentlich ganz gut dabei. Boah. Ja. Ich hab's befürchtet. Morabel, du darfst ran. Beende es mit der Aquaknarre. Nein. Wir hätten doch auf Tackle gehen sollen. Verdammt. Ja. Das gefällt mir gar nicht. Tackle. Jawohl. Gott sei Dank. Ach du Schande, du bist besser als ich gedacht habe. Ach übrigens, ich habe Mr. Brack im Blütenbockwald gesehen, hast du mir eben schon gesagt. Toddy, du bist gerade hierher gezogen, daher kannst du das nicht wissen. Aber Mr. Brack war Seefahrer. Alles klar. Habe ich auch schon von anderen Leuten gehört. So, erstmal eine Rundumheilung für unsere Pokémon. So, jetzt kämpfen die Zwillinge auch gegen uns, ne? Natürlich. Okay, lass uns mit unseren Pokémon-Kämpfen beginnen. Zwei Pokémon, was habt ihr denn? Ein Samurzel und Lotorzel, okay. Einmal Tackle auf Samurzel. Und Fund auf Lotorzel. Nice, ein Crit. Level 20 für Morabel. Ach, Gesichter. Braucht kein Mensch. Was haben wir denn hier Schönes? X-Treffer, okay. Konnte ich hier nicht auch irgendwo zur Schneide einsetzen? Noch hier. Aber ich hätte auf jeden Fall Schutz einsetzen. Wer bist du denn? Oh, hübsch. Das ist der Orden der Arena in Metaros City. Du siehst wie ein Trainer aus. Dann musst du dieses Item ausprobieren. Wundersaat versteckt, glaube ich, Pflanzenattacken.
Oh, da oben ist noch ein Pokéball. Den holen wir uns natürlich. Superball, okay. Und auch nochmal ein X-Angriff. Ja, das spielt Mr. Brak mit seinem Pekku bzw. Pecky Wingull. Warte, Mädchen, immer langsam, Pekku. Du bist Torti. Du hast meinen Liebling Pekku gerettet. Wir verdanken dir sehr viel. Wie bitte? Du möchtest mit mir segeln? Du musst einen Brief in Fauster Hafen und ein Paket in Graffordport City abgeben. Da bist du aber gut beschäftigt. Aber deine Bitte ist überhaupt kein Problem für mich. Bei mir bist du richtig. Wir setzen die Segel Richtung Fauster Hafen. Jawohl. Also dann auf nach Fauster Hafen. Anker gelichtet. Pekku, wir setzen Segel, mein Liebling. Und diese ganzen Wasserrouten müssen wir noch mit Surfer abgehen. Oh Gott. Piep. Oh, Torti. Wo bist du gerade? Es hört sich an, als sei es dort sehr windig. Ich habe gerade von Mr. Trump, von der von Waren erfahren, dass du einen Pokénuff erhalten hast. Daher rufe ich dich an. Du hörst dich an, als ginge es dir gut. Dann bin ich beruhigt. Pass auf dich auf. Ah, okay. Oh. Westlich von hier gibt es auch eine spezielle Hülle, aber das kommt erst am Ende oder zum Schluss. Ahoi, wir haben in Fauster Hafen Anker geworfen. Ich vermute, du wirst diesen Brief jetzt diesem Troy bringen. Richtig. Erstmal ins Pokémon Center und die Stadt erkunden. Wenn in deinem Team ein kampfunfähiges Pokémon ist, kann es außerhalb des Kampfes eine versteckte Maschine, eine VM, anwenden. Jo, das ist korrekt. Am Rande des Ortes befindet sich eine steinerne Höhle. Dort soll man seltene Steine finden können. Ist die Arena schon auf? Ja, da will ich aber noch nicht rein. Oh. Dies ist ein berühmter Angelplatz. Hast du Lust zu angeln? Ja, immer. Ich habe dir genau zugehört und mir gefällt, was du gesagt hast. Ich werde dir eine meiner Angeln geben. Und als kleine Zugabe gebe ich dir noch ein paar Tipps zum Angeln. Schau dir zuerst das Wasser an und da benutze deine Angel. Konzentriere dich, wenn etwas anbeißt, hol die Angel ein. Manchmal kannst du mit einem Mal etwas Großes fangen. Manchmal musst du immer wieder kurz die Angel anheben, um etwas zu Land, an Land zu ziehen. Über das harmonische Leben mit den Pokémon und der Familie auf diesem kleinen Eiland ließe sich viel erzählen. Bevor ich meinen Mann geheiratet habe, lebte ich in der großen Hafenstadt Graffitport City. Hier auf der Insel verläuft das Leben Gerusama, vom wunderbaren Meer umgeben, das ist die pure Glückseligkeit. Zickzack! Fauster Hafen ist eine kleine Inselgemeinschaft. Wenn hier etwas Mode kommt, will jeder es haben. Wow, du hast die beschwerliche Reise über das Meer auf dich genommen, um nach Fauster Hafen zu gelangen. Bist du hier, weil du von Camillo gehört hast? Er ist so cool, er ist ein Idol für jeden. Ja, Camillo ist der Arenaleiter von hier. Wirf dein Auge mal hier drauf. Das ist eine Seidenschal, das ist der letzte Schrei in der Mode, yeah. Oh, deine Augen blitzen, du magst meinen Stil, nicht wahr? Du machst mir eine Freude, hier, das möchte ich dir schenken.
Seidenschall kann man zur Verschönerung von Pokémon nehmen. Das ist für Barschwar als Beispiel, um Milotic zu bekommen. Ich mag, was hip, aufregend und Mode ist. So etwas probiere ich immer aus. Hast du schon einmal was von Spätbrief gehört? Wusste ich es doch. Natürlich hast du das schon davon gehört. Oh meine Güte, Spätbrief, das ist das Coolste überhaupt. Wo immer du auch herkommst, Spätbrief ist das Aufregendste überhaupt. Ja, absolut richtig. Spätbrief ist die Definition von innen. Alles klar. Boah, wie viele Leute hier sind? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Leute. Na, dann wollen wir mal. Hey, hör zu, ich habe eine Leitmotive für Spätbriefe komponiert. Spätbriefe ist gerade sehr populär. Okay, hör zu. Oh, Spätbrief, wundervolle Spätbrief. Ich würde sagen, du solltest erst einmal Gesangsunterricht nehmen, bevor du es mit Spätbrief aufnimmst. Alles klar. Hör zu, ich habe eine. Was? Bist du nicht gerade schon? Ah, okay. Die beiden gehören also zusammen. Absolut. Ich sammle lizenzierte Spätbriefe-Artikel. Ich habe die offiziellen Spätbriefe-Puppen, offizielle Spätbrief-Kleidung und die offiziellen Spätbrief-Bilderbücher. Hehehe, das besitze ich alles und ich gebe dir nichts ab. Edge. Alles klar, kannst du gerne behalten, es ist. Diese ganze Sache mit dem Spätbrief. Geht es nicht. Gibt es da nicht eine Sendung darüber? Jenseits des Meeres. Ist dort Spätbrief noch beliebter? Ich vertiefe mich gerade in ein hippes Spätbrief. Gibt es eine enge Verbindung zwischen Spätbrief und Miete? Ja. Oh, da lag ich absolut richtig. Ich bin einen Schritt weiter in meinen Bemühungen, hip und aufregend zu sein. Alles klar, freut mich für dich. Was in ist? Nun, mit Sicherheit Spätbrief. Ich kann mir ein Leben ohne Spätbrief nicht vorstellen. Alles klar, komische Leute hier. Ja. Ich bringe meinem Pokémon etwas über Spätbrief bei. Aber es klappt nicht so recht. Scheinbar sind sie damit überfordert. Wäre ich auch. Was machen Angler, wenn sie mal auf die Toilette müssen? Ich gehe nicht. Niemals. In der Zeit könnte ja etwas anbeißen. Wie willst du denn pinkeln? Ein Tentacher, okay. Tipps für Trainer. Hinweise zum Fangen von Pokémon mit der Angel. Drücke A, wenn eines anbeißt. Was bevorzugst du? Fischen im Meer oder im Fluss? Ja, da würde ich eher im Fluss bevorzugen. Och, drei Carpados wahrscheinlich, ne? Und ich weiß auch, was ich als nächstes Teammitglied nehmen werde. Vielleicht fangen wir es sogar noch. Ah, ich weiß nicht, ob wir es in diesem Part noch schaffen. Vielleicht.
Angeln ist klasse, aber das sind Kämpfe auch. Hast du nicht Lust? Nein, 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 nein. Nein! Das ist lächerlich. Die sollen vorher fragen. Ach nein, das wird dann immer voll nervig. Kann ich die nicht löschen oder so? Ja, moin. Niemand hat mir je etwas Größeres oder vor mir etwas Größeres gefangen. Okay, das finde ich aber mal schön. Cool. Ah, oh, das geht dann leider nicht. Ah. Im Pokémon Kristall konnte man die, glaube ich, noch wenigstens löschen. Hey, du. Hier ist etwas. Hier ist es schrecklich dunkel. Eine Erforschung wird damit schwierig. Der Typ, der vorhin schon mal hier war, hieß Troll. Troy heißt er, glaube ich. Der weiß, wie man Blitz einsetzt. Daher wird es ihm wohl gut gehen. Aber das Motto unter den Wanderern heißt, jedem aus der Klemme helfen. Deshalb bekommst du dieses von mir. Bringe einem Pokémon die vor einem Blitz bei und setze sie ein. Damit wird selbst die dunkelste Höhle von Licht erfüllt. Aber um das zu können, brauchst du den Orden von der Arena von Faustauhafen. Was? Das ist doch lächerlich. Finde ich ein bisschen schade, weil selbst in der Arena bräuchte ich theoretisch Blitz. Aber gut, dann hauen wir mal rein. Na, wie sieht das aus auf dem Weg zum Champ Torti? Forsterhafen Arena-Leiter Camillo besitzt Kampf-Pokémon. Wenn du dort Normal-Pokémon antreten lässt, sind Probleme vorprogrammiert. Kampf-Pokémon schlagen die normalen Pokémon einfach nieder. Pass gut auf. Und das Schlimmste ist, die Arena ist dunkel, wie die Tiefsee. Aber mit jedem Trainer, den du auf den Weg zum Arena-Leiter besiegst, wird es heller. Also dann leg mal los. Jawohl, hier ist eine Trainerin. Du forderst mich heraus, dann wundert es dich nicht, wenn du weinst wie ein Baby. Medite. Aquaknarre. Spezialangriff. Ne, Spezial. Doch. Ne, nur der normale Angriff steigt. Okay. Als ob. Beende es mit der Lehmschelle. Ein Volltreffer sogar. Nice. Alter, das war ja voll wenig. Gibt's hier noch irgendwo einen Trainer? Trainer, Trainer, Trainer. Ja, nice, da ist noch ein Trainer. Ist es ein Doppelkampf? Ja, ein Doppelkampf, schön. Verdammt, jetzt habe ich es gar nicht vorgelesen von dem Mädchen. Ich zeige dir, wie viele Köpfchen ein Seemann hat. Oh, hast du eventuell ein Quapo? Ne, Quapo nicht, aber Quapuzzi? Das Kampf-Pokémon? Oder Quapsel? Ne, Macholo, okay. Aquaknarre. Und Fund. Aber bloß keine Geduld. Und anscheinend Silberblick haut, trifft zwei Pokémon. Alles klar, wusste ich noch gar nicht. So, Abfahrt mit dir, Medite.
Level 11 für Freaky. Und Erstauner. So, das war's für dich, Machalo. Einundzwanzig für Morabel, schön. Ach du, ich habe kein Interesse, dich kennenzulernen. Alles klar. Du verdienst eine Niederlage, damit du wieder von vorne anfangen musst. Okay, dann danke ich euch fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo und einen Kommentar lassen. Im nächsten Part fordern wir dann Camillo heraus. Okay, bis dann.